Ja, eine kleine Ankündigung. Und zwar, Last Team Standing kommt heute Abend ein bisschen später. Weil, liebe Leute, weil ich einfach gerade nicht allein Last Team Standing jetzt aufnehmen möchte. Und zwar, der Pixel Battle ist ja jetzt in unsere Stadt gezogen. Und ich würde echt super gern mit dem jetzt eine Folge aufnehmen. Oh yeah! Hey Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ender Games. Alter Schwede, hatte ich jetzt gar einen stressigen Start. Ich musste noch bei Outer City die Aufnahme starten. Moment Leute, ich muss jetzt ganz kurz was machen und zwar... So, gut. Damit ich das nachher gut synchronisieren kann, musste ich jetzt kurz klatschen. Ja, es tut mir voll leid und so die Stars. Ich hoffe, ich habe jetzt auch auf Aufnahme gedrückt, denn wenn nicht... ich möchte ein bisschen mehr vielleicht jetzt auf mehr Wert auf Audioqualität legen. Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht jemand, der unbedingt die besten Tricks kennt, wie man jetzt gut eine Audioqualität bearbeitet, weil ich finde, dass meine jetzt ohne Bearbeitung sich auch nicht so extrem schlimm anhört hier. Also man kann es, finde ich, überleben. Und sofern daran keiner stirbt und ich habe ein paar Lags, okay. 15 Sekunden, okay, ich fange da mal an. So, machen wir uns ein schniekes Holzschwert. Wir sind übrigens das Kid Morpher. Das bedeutet, wenn wir jemand anderen töten, dann bekommen wir dessen Kid. So, die Kiste möchte ich noch. Geh weg. Oh, Bogen. Ja, nice. Der Bogen ist natürlich toll. So, gut. Die Kuh holen wir uns noch. Oh, klar, geht gleich da nach hinten. Hier ist auch wieder eine Kiste. Gucken wir hier rein. Oh, zwei Eisen. Das ist schon mal super. Ab dem nächsten Port dann würde ich mir dann ganz gerne ein Dings craften. Davon ist jemand 32 Block entfernt. Das Eisen wollte ich noch. Tut mir leid, Johnny. Okay, den haben wir. Und jetzt schnell aufpassen hier. Oh, 116 Blöcke. Ach, was? Viele, Alter, es leben noch so viele Spieler und es ist keiner bei mir in der Nähe. Alter, hatte ich jetzt gerade Glück. Gut, dann machen wir uns hier ein Eisenschwert, würde ich sagen. Jetzt haben wir wenigstens ein paar Pfeile, das finde ich toll. Hier ein paar Brote, das ist auch super. Dann machen wir uns noch einen Helm, würde ich sagen. Und eine Hose. Okay, perfekt. Das, was uns noch gefehlt hat. Sonst brauchen wir eigentlich nichts aus dem Wassereimer hier unten. Dann würde ich sagen, sind wir kampfbereit. Die Werkbank nehme ich mit. Einfach aus dem Grund, ich sie, glaube ich, noch brauche. Schätze ich jetzt mal. Wir haben nämlich noch nicht die OP-Ausrüstung. Oh ja, okay, denn der war easy. Easy, Alter. Easy. Die sind sehr stylisch. Und dann zeige ich nicht jedem, dass ich Morpher bin. Weil es ist immer gut, dass die dann denken, ja, jetzt bin ich... Oh, was bin ich denn jetzt? Oh, jetzt bin ich Barbar. Na toll. Jetzt bin ich das Kid Barbar. Und da hinten ist auch schon... Wow. Erschreck mich nicht so. Hier ist eine Kiste. Okay, okay. Wir können uns dann schnieken Brustpanzer machen. Eine Sekunde, Leute, Leute. Ich weiß, dass da vorne jemand ist. Und der möchte uns jetzt wahrscheinlich auch noch töten. Aber das lasse ich nicht zu. Machen wir uns noch Goldschuhe. Ich schätze jetzt einfach mal, dass die besser sind. So. Das hier runter. Doch, die müssten normalerweise... Goldschuhe sind normalerweise besser als Lederschuhe. Okay, den haben wir. Jetzt haben wir ein Dia-Schwert, das ist natürlich super trooper. Natürlich wäre es jetzt geil, wenn wir irgendwie... Oh, schon wieder Barbar. Alter, was ist hier los? Jeder nimmt Barbar, Alter. Was ist da los? Ja, eine kleine Ankündigung. Und zwar, Last Team Standing kommt heute Abend ein bisschen später. Weil, liebe Leute, weil ich einfach gerade nicht allein Last Team Standing jetzt aufnehmen möchte. Und zwar, der Pixel Battle ist ja jetzt in unsere Stadt gezogen. Und ich würde echt super gern mit dem jetzt eine Folge aufnehmen.
weil ich ihn sehr mag und es ziemlich cool mit ihm ist. Also ich nehme ganz gerne mit ihm auf. Oh Mann, das ist ja voll scheiße, ey. Wie viele Leute leben da noch? Noch so viele? Gut. Müssen wir jetzt dann auch gleich gucken. Eigentlich habe ich ja immer das Schwert in der Hand. Oder denk... Ja, war klar. Das ist aber super, denn... Nein, nein. Komm wieder her. 35 Blöcke sind entfernt. Ich sehe ihn gerade gar nicht. Alter, das ist ja richtig noobig. Alter Schwede, der macht hier so eine Falle. Gut, jetzt sind wir wenigstens Holzfäller. Wenigstens eine Klasse, die irgendwas kann. Wir könnten uns den Eisenhelm machen, ja? Ja, das klingt gut. Nee, machen wir uns gleich einen Dierhelm, würde ich sagen. Also, ja, wenn schon, denn schon. Dann können wir uns hier... Ja, dann speich noch ein Eisen für die Hose, denn Schuhe sind jetzt nicht so mega wichtig, würde ich jetzt... Okay, wir wurden geportet. 31 Blöcke schon jemand. Da hinten, okay, den holen wir uns. Holen wir uns zuerst aber noch Speed. Jetzt rasen wir hier zu ihm. Was? Ist der offline gegangen oder was mit dem los? Der hat uns nicht gesehen, das ist natürlich umso geiler. So. Mal gucken, was er dabei hatte. Dias, sonst eigentlich nichts Besseres, als wir hier schon haben. Jupp. Das heißt, wir können uns jetzt aber in eine schöne Hose machen. Zack. Zack, zack. Zack. Hat er was zu essen? Ja, perfekt. Perfekt. Es läuft bei uns auf jeden Fall. Ich verbrenne die Sachen hier noch ein bisschen. Guck hier mal rein. Ah, noch ein bisschen Eisen. Perfekt. Können wir uns auch noch gleich hier Eisenschuhe machen? Ja, läuft bei uns auf jeden Fall. So, geil. So. Ich würde gern das Fleisch hier nehmen. Das gibt mir mehr. Und ja, los geht's. Drei Leute leben noch. Mal gucken, ob wir eine Chance gegen die haben. So schlecht ausgerüstet sind wir mal gar nicht, ja. Mal gucken, mal gucken. Hört mal auf zum Aussortieren hier. Was geht los bei euch? Weg. Alles verbrennen. Ich weiß, ich habe jetzt höchstwahrscheinlich hier das Diamantschwert, das Verzauberte, nicht bekommen. Ja, habe ich leider nicht bekommen. Werfbarer Drang der Schnelligkeit. Ja, das könnten wir gut gebrauchen. Das ist eh schon Finale. Oh, Finale. Oh, 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 oh. Okay, so. Es reicht. Es reicht. So, so. Da hoch. Hier reingucken. Und hier sind Pfeile. Und Pfeile sind doch immer was Gutes. So, werfbarer Drang der Schnelligkeit hole ich mir jetzt. Und die Spinnnetze. Und ich kann jetzt einfach nur sagen, let's go. Okay, ich sehe, er hat jetzt nicht die Oberhammer-Ausrüstung. Das heißt, ich glaube, den packen wir. Dann war das eine ziemlich knackige Round. Er wollte uns anzünden. GG. Warte so, GG. Ja, ich hab die ganze Zeit GG und deshalb kann ich das nicht immer schreiben und wiederholen. Oh, ich geh jetzt baden. Oh ja, geil. Oh, ich drück immer auf was in F6. Da kann man ja, Twitch-Streaming nicht verfügbar. Bevor du Minecraft über Twitch streamen kannst, musst du dein Twitch-Konto auf mojang.com verknüpfen. Nein, das möchte ich jetzt nicht tun. Da kann man, glaube ich, den Ingame-Chat reinmachen oder so. Auf jeden Fall, Leute, ich werde das jetzt so schnell wie möglich exportieren. Dann werde ich so schnell wie möglich hochladen. Das Video, es dauert ungefähr um die 3-4 Stunden zum Hochladen. Das bedeutet, es ist dann ungefähr um 2 online. Dann mache ich natürlich sofort eine neue Runde Last Team Standing, meine Freunde. Und dann würde ich sagen, war es das von der Folge. Und heute bei Last Team Standing erzähle ich noch so ein paar Sachen, dies, das. Eigentlich wollte ich ja heute ein Movie-Review drehen. Das Problem ist, ich kann keine 3 Videos am Tag bringen, weil ich möchte das einfach mit 2 Videos belassen. Das ist super. Aber 3 wären für mich jetzt
glaube ich, ein bisschen zu viel. Vor allem auch mit dem Hochladen über die Nacht konnte ich jetzt nichts hochladen, deswegen bin ich jetzt ein bisschen im Stress. Das bedeutet, das Video kommt jetzt online, also so heute ungefähr um 2. Dann kommt heute Abend, wenn ich es schaffe, Last Team Standing, kann auch ein bisschen später werden, so 20, 21 Uhr. Und dann kommt morgen, also morgen eben, wann ihr das Video hier seht, vielleicht ist dann schon online, aber morgen zumindest, kommt dann ein Movie Review plus ein Last Team Standing. So, genauso mache ich das. Gut, Leute. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen, konstruktive Kritik und so weiter in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn wir vielleicht 10 Likes schaffen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt dann irgendwas Tolles. Und ja, Leute. Ich würde sagen, das war's. Haut rein und ciao.